Diversity bedeutet für mich persönlich einfach, dass ich keine Unterschiede mache, irgendwo mit wem ich da jetzt eigentlich konkret zusammenarbeite. Die Vielfalt aller Personen zu würdigen und Menschen nicht nach ihrer Religion, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Also es geht eher darum, wie man arbeitet und für was man arbeitet, aber nicht darum, wer man ist. Ja, diese Vielfältigkeit, so mit Leuten zu arbeiten, mit unterschiedliche, sagen wir, Kultur, Denkweise. Egal, ob man jetzt aus einem anderen Land kommt oder eine andere Religion hat oder ob man eine körperliche Einschränkung hat. Die Kollegen, die Mitarbeiter im Firmenumfeld mit all ihren Fähigkeiten, sozialen Fähigkeiten, Skills, aber auch mit ihren Handicaps als ganze Persönlichkeit wahrzunehmen. We have people from different age group, different country or different culture, but we still work as a team. That's why we call ourselves a team Neustart. Für uns ist wichtig, dass wir gute Leute kriegen für unsere Projekte. Ja, Hauptsache ist nett, gibt sein Bestes, für uns auch eine Voraussetzung. Ne? Also jeder in seinem Rahmen, seinen Möglichkeiten erwarten wir, dass er sein Bestes gibt und dann kann man auch, kriegt man jeden mit auf den Weg. Zumindest unsere Erfahrung. Als Frau bei Team Neustart, es ist eigentlich nie ein Thema gewesen. Also es war von Anfang an so, ich habe ja als Entwickler angefangen und bin dann aber relativ schnell in eine leitende Position gekommen. Jeder Einzelne trägt halt seine eigenen Sachen und seine eigenen Stärken und Vorlieben bei und hat auch seine eigenen Schwächen, auf die man eingehen muss. Aber all das macht doch letztlich ein Team erst aus. All das macht es erst überhaupt interessant. Also Gleichbehandlung wird hier schon sehr groß geschrieben, da ich jetzt auch in der Zeit, in der ich hier bin, nie gemerkt habe, dass irgendwer aufgrund einer Behinderung oder eben einer anderen Nationalität oder anderen Sexualität irgendwie benachteiligt wird. Das bedeutet für meine Arbeit bei Neustart, diese Fähigkeiten zu fördern, auch als Leitbildfunktion einer Firmenphilosophie möglichst hohe Produktivität im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung. Dass ich auch meine Aufgaben bekomme, wie jeder andere Kollege auch. Und dass ich aber auch unterstützt werde, wenn es nötig sein sollte, und das werde ich auch. Genau diese Kultur, was wir bei Neustart haben oder bei Team Neustart, ich würde jetzt beim Kunde jetzt auch das zu zeigen, und die sind immer begeistert. Also wenn ich das erzähle, wie es so bei Neustart so läuft, ja, sind sie immer dankbar, einfach wow, das ist ja schön. Also. In meinem Team ist es so, dass es ausschließlich aus Männern besteht und ich als einzige Azubine dort hereingekommen bin und dort super integriert wurde, und es ist einfach nur klasse. Für meine Arbeit bei Team Neustart bedeutet Diversity, dass ich eine hohe Flexibilität habe. Das sieht man vielleicht einfach an einem Beispiel. Meine Frau war letzte Woche verhindert und ich musste da eben sehr spontan von zu Hause arbeiten. Von daher ist es immer möglich, eigentlich hier in Team Neustart Familie und Beruf eben unter einem Hut zu bringen. Also eigentlich ist das Rezept sehr nah dran an den Leuten, sehr offen über das, was sie treibt, sprechen, und dann kann man, glaube ich, über eine gewisse Größe, die wir jetzt hier haben, auch für jeden so einen Platz finden, wo das mit seiner speziellen Anforderung gut passt. Aber das kriegen wir irgendwie, irgendwo finden wir da einmal einen Platz.